Götterz in die Runde, einen wunderschönen guten Tag. Heute stelle ich euch heute mal verschiedene Turniere vor, die einen anderen Modus haben. Wir haben es oft so, dass beim Masters, bei den European Championship, beim Player Championship Finals, dass die Turniere sich da sehr, sehr ähneln. Und deshalb heute mal einige Turniervorschläge, wie man das Kalenderjahr abwechslungsreicher gestalten kann. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Let's go. Na schön, gut, Darts in die Runde. Starten wir mit dem ersten Turnier und zwar den France Championship. So habe ich das Turnier jetzt mal genannt. Das gibt es auch so ähnlich im Tennis. Also, dass vier Leute zusammen ein Team bilden und die Partner können sich aber aussuchen. Also das bedeutet, das ist wirklich so, dass meinetwegen Michael van Gerwen Bock hätte mit ja, Gary Anderson zu spielen, jetzt zum Beispiel. Und noch zwei andere Teammitglieder sozusagen. Ich glaube, das könnte richtig geil werden. Vor allem, wenn es so gestaffelt ist, so Top 16, einer, dann einer aus den Top 32 und dann einer aus den Top 64 und dann einer, der keine Tourcard hat oder so. Ich glaube, wenn man das geil machen könnte, so ein Modus mit Qualifikation, natürlich ein Einladungsturnier, dann, ich glaube, das wäre schon ziemlich, ziemlich cool. Dann könnte man so einen ähnlichen Modus wie beim World Cup spielen. So zwei Doppel halt. Also ich glaube, das könnte schon cool werden. Und deshalb hier die Friends Championship so als meine, ja, schon favorisierte Idee. Die ist, glaube ich, schon sehr, sehr cool. Da würde ich mich drüber freuen. Allein, wenn man sich so überlegt, so ein, man muss hier nur theoretisch gehen. Stell dir mal vor, Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Gary Anderson und Peter Wright. Boah, wäre schon heftig, dass, wenn die so zusammen und connect würden, würde ich extrem feiern. Kommen wir zum nächsten Turnier, was ich mir überlegt habe, und das ist die Vereins-EM. In jedem Land gibt es Darts-Vereine und es wird eine Meisterschaft ausgespielt im kompletten Land. Bei uns der deutsche Meister natürlich. Würden wir diesen deutschen Meister immer zu einem weiteren Turnier schicken, wo alle europäischen Länder mit drin hängen, dann gäbe es eine geile Vereins-EM, wofür sich meinetwegen 16 und Länder qualifizieren würden und die würden gegeneinander spielen und diesen EM-Status ausbauen. Und sozusagen dann das Ruhm des eigenen Landes mitbringen. Hätte ich extrem Bock drauf, aus dem Grund, weil diese Vereine noch nicht so richtig gefördert sind. Dart ist immer noch so ein extrem krasser Einzelsport und ich denke, das muss nicht sein. Ich denke, da mit so einer Vereins-EM könnte man da gegenwirken. By the way, immer wenn ich so ein Video mache, wo ich vorm Fenster stehe, meine Brille, ich habe immer so eine andere Brille auf, die spiegelt immer. Nervt mich. Perfekt. Ich wurde vor 2 Tagen, wurde mir die Brille weggeschossen, jetzt habe ich meine Ersatzbrille auf. Uncool. Aber egal, weiter geht's. Wir gehen zum 5001er Cup und das ist geil, finde ich. 5001 Punkte werden runtergespielt, es ist nur ein Leg, danach ist vorbei. Und ich glaube, das könnte schon extrem geil werden. Sagen wir, man spielt so 7 Minuten runter, dieses Leg, oder vielleicht auch 10, und dann kommt es darauf an, wer weiter unten ist, wer besser gescored hat. Und das ist so unfassbar widersprüchlich im Vergleich zu, was Dart sonst ausmacht. Deshalb wäre es, glaube ich, extrem geil, wenn man da so ein Turnier macht. Da gibt es auch Außenseiterchancen, weil, wie gesagt, es nicht auf die Doppelquote ankommt, sondern Power Scoring. Und dann muss man zum Schluss da das Doppel treffen. Boah, das könnte schon krass werden. Sagen wir Finale vielleicht eine doppelte Distanz mit 3 Legs oder so. Aber ich glaube, das wäre schon extrem lustig. Deswegen würde ich das hier gerne sehen. Mein letzter Turniervorschlag, auf den ich unfassbar doll Bock hätte, wären die Random Darts Championship. Zwei Leute werden zufällig vor dem Start des Turniers gelost, wie es ja auch manche Turniere gibt. Ja, wie es manche Turniere ja auch im Real Life gibt, sozusagen, schon auf der Amateurebene.
Und dann müssen die zusammen das Turnier spielen. Der Turniersieger vom letzten Jahr, der darf natürlich nochmal im gleichen Team antreten, ansonsten wird immer gelost. Gespielt werden dann alle Spiele im Doppelmodus, also wie beim World Cup, nur dass es keine Einzel gibt. Ich glaube, das könnte sehr, sehr funny werden und deswegen würde ich mich da auch freuen. Auch sowas, ich finde, das wäre auch eine Idee, so ein Mann und eine Frau zusammen im Team so als Doppel. Ich glaube, das wäre auch schon sehr, sehr krass und das hätte auch so einen Touch, das wäre nochmal was anderes und wie gesagt, das würde bereichernd sein. So, das waren meine vier Turniere, die ich euch jetzt vorgestellt habe. Habt ihr vielleicht andere Ideen, geilere Ideen oder findet ihr meine Vorschläge eher langweilig? Schreibt es mir gerne unten rein. Ich bin offen für Feedback. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne Halloween-Nacht und ich bin raus. Haut rein. Ciao, ciao.